Eine Kurzstrecke. Entschuldigen Sie, ein Fahrschein? Hast du jetzt gegeben? 50, 2. Ach, junger Mann, da war. Dankeschön. Ja, sie hatten einen Unfall, das ist schon den Alter. Kann er sich gar nicht mehr dran erinnern. Ja. So, wir befinden uns jetzt auf der Rückfahrt. Vom Rotenegg zum Zoo wieder. Die fahren wieder nicht alleine. Ja, immer noch. Elgersburger Straße. Ende der Umleitung. Zack, 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 rein, rein, rein. Alle keine Fahrkarte. Wunderbar. Das gibt Kohle. 60 Euro Schwarzfahren. Oh. Und das ist mir noch zu wenig. Man sollte immer 100 kassieren. Ja. Das stimmt. Aber auch von denen, die ein Ticket haben, ist aber vergessen. Strafe muss für alle gleich sein. Jetzt hast du mich schön abgelenkt, ich wollte geradeaus fahren. Aber an den Sichten werde ich bei dem Bus noch ein bisschen arbeiten. Ja. Weil kann nicht sein, dass ich links raus keinen Schulterblick habe und sich dann so komplett den Kopf verdreht, bis er nach hinten rausguckt. Das stimmt. Aber wenn ich der erste muss, muss ich die Sichten ändern. Wenn ich dann denke, wo der Solaris rauskam. Ja. Und CNB, dann erst, was ich gemacht hatte, war der Schulterblick, der gefehlt hat. Ja. Gut, beim X10, bei dem habe ich mir auch lange Gesicht geändert. Ja. Beim Scania habe ich auch lange gebraucht. Wenn wir das bei dem auch reinkriegen. So, und die anderen, die bleiben privat. Die werden nicht weitergegeben. Auch nach langem Gebettel nicht. Kann dieses Gebettel langsam nicht mehr ab. Ja. Da schreibt man schon rein, dass es die nicht gibt. Ja. Na du Furzknopf. Das Schiff hier alle keine Karte braucht. Naja, du Pisskopf, du brauchst natürlich eine. Ich bin jetzt Hertha Straße. Bist du schon weiter? Ja, klar. Ich bin ja auch schon mit 3 Minuten Verspätung los. Ich hab 4,2. Sind noch 3,5 immer noch. Ich bin im Bus hier durch die Gassen am Treten. Und wenn er Lust und Bock hat, könnt ihr meinen Freund hier auch abonnieren. Den Link mache ich in die Videobeschreibung. Er würde sich bestimmt gerne freuen, wenn er ein paar mehr Zuschauer bekommt. Einmal normal, bitte. Ey, die kommen alle mit Großgeld hier an bei mir. Ich finde das fantastisch.
Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. Ich bin dafür, dass es den 50-Euro-Schein gibt. Ja. Ich glaube, da haben sie mir zu glaube, da haben sie rein getönt. Hallo. Bei einer Kurzstrecke mit 20 anzukommen. Mach das mal hier bei 100 Busfahrern. Der verkauft dir gar keinen Fahrschein. Ist maximal 5 Euro Wechselgeld. Halleluja. Ist bei euch auch so, nicht? Ja. Ich jetzt auch das erste Mal ein T4 mit der Unity Media Werbung drauf. Aha. Mein Netzanbieter. Ach so, Werbung? Mhm. Du, die Werbung kommt zustande, habe ich rausgekriegt, da wo du surfen tust. Ja, die habe ich aber eine Kurzstrecke. Den habe ich so runtergeladen. Ach so. Auf welcher Kurzstrecke? Entschuldigen Sie, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Ja. 50. Quatsch, hier ist jetzt. Ah, sind ja wieder pünktlich heute. Ja. Ohne Schade, sind viel zu spät gekommen. Dann sag das meinen Kollegen, wenn der mich zu spät hier ablöst. Ja, 5, fast 6 Minuten Verspätung. 4. 3,7. Komm auch davon nicht runter. Aber kauft doch keiner eine Fahrkarte, ich aufgehalten werde. Ja, ja, ist ob der schön jetzt ist. Nehme ich deine Maske, die du hinzu abgeladen hast, wa? Wahrscheinlich. Jede Haltestelle nur rein, aber keiner raus. Hallo. Oh, hier ziehen richtig pechschwarze Wolken auf. Ja. Hier wird es gleich mächtig schütten. Ich muss gerade feststellen, von einer 2 Terabyte Festplatte habe ich hier nur noch 1 Terabyte übrig. Ja. Ja, das kann ganz schnell gehen, da ist die Platte voll. Ja, für Omsi brauche ich schon eine neue Festplatte. Ja. Hallo. Hallo. Oh, die ist schon in der Anzeige rot. Ich habe noch 3 GB Platz. Ah, hier muss ich mit Entsetzen noch feststellen, 2 falschstehende Taxis, die habe ich noch gar nicht geändert. Ah. Das sind ja noch alte Galoschen. Och, wie kommt mir denn der Fehler passieren?
da muss ich aber noch zu Edito. Das gefällt mir gar nicht. Dass mir das vorher schon nicht aufgefallen ist. Ah, es sind so Kleinigkeiten, die sieht man ja nicht immer sofort, ne? Aber weißt du, dass der Hilfer hier vorne ganz blöd angewählt, der soll jetzt ungefähr gegen die Mauer hier fahren. Links abbiegen. Der ist viel zu weit vorne. Den hätte er in Höhe das Haus hinmachen sollen. Kommen mir zwei Schienenersatzbusse entgegen. Ja, haben wir mir auch gerade. Hätten wir noch Geld sparen können, einen Gelenkbus nehmen. Ja. Bist du jetzt auch am Adenauer? Oliver Platzmann ist schon vorbei. Oh. Nicht. Strafe bin ich jetzt. Jetzt kommt der zweite Bus mir entgegen. Hallo. Ey, so viele wie hier einsteigen, dann mit dem Solo-Bus, wie soll das denn gehen? Sie kommen auch jedes Mal zu spät. Na klar, fahre ich jeden Tag zu spät. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Oma Erna mit dem Zehner eine Kurzstrecke. Ich glaube, die spinnt. Die Rentenkasse wird zu viel ausgezahlt, wa? Ja. Zu großen Scheinen für den Bus. Sorgst du die auch Rheinhausen oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, ich wahrscheinlich auch nicht, weil der Preis ist mir ein bisschen überzogen. Ja, und dann wieder nur ein Scheiß C2. Ja, warum immer C2, C2, ne? Ja. D2 haben wir doch jetzt genug, oder? Ja. Auch wenn das der Überland C2 sein soll. Ja. Ich wohne hier auf dem Land und hier fährt auch kein Überlandbus mehr. Die fahren alles nur noch Niederflurgelenkbusse. Dann sollen wir lieber den Envito... Niederflurbusse. Weißt du, den Envito rausbringen hier, den die Bahn hat? Komm, Manni. Das ist auch Völkerwanderung. M29.
Guten Tag. Fahren.